Wie Sie sehen können, die Gegend ist hervorragend. Oh ja, auf dem Markt auch selber. Es hat eine tolle Bausubstanz. Huch, tut mir leid. Würden Sie mich kurz entschuldigen? Geht es dir gut? Fahrerflucht. Zu diesem Walmart gehe ich nie wieder. Es war in Ordnung, dass wir dich unterstützt haben, als Mami noch hier war. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich hab dir doch gesagt, ich bin jetzt Privatdetektivin. Jetzt musst du dich eben ins Zeug legen. Ah, Geld ranschaffen. Nein, dich ins Zeug legen. Es ist soweit, Pat. Du bist ein Phönix-Baby. Ich weiß. Was für eine Verkleidung soll das sein? Ich bin eine Privatdetektivin. Worauf wollen Sie hinaus? Ich stelle gerade nicht ein. Ich bin die geborene Detektivin. Du brauchst mich. Und ich diesen Job. Sei Montagmorgen um 9 hier. Ich stehe aber nicht vor 11 auf. Ich werde bald richtig abkassieren. Ich habe gearbeitet. Du wirst darüber lesen. Richtig. Dieses PD-Ding? Hör auf! Spar dir die Anführungszeichen. Das klingt nach einer deiner Ideen, die du zwischen den Entziehungskuren ausprobierst. Gut kommt von schlecht. Es sieht wirklich gut aus. Du ahnst nicht, wie schnell sich die Dinge ändern können. Aber es tun sie. Ich habe Angst, dass der Grund, weshalb ich das nächste Mal herkomme, die Beerdigung meiner Schwester ist. Alle in Deckung! Das ist der Punkt, an dem du nicht zurück kannst. Das Ausmaß dieser Geschichte könnte uns berühmt machen. Was gibt's da zu glotzen? Verpiss dich jetzt!